Meine Gartenfreunde, ein neues Video. Ein kurzes. Und zwar geht es um den Brokkoli. Aber erst kommen die Meise. Wir haben ja hier reichlich Brokkoli stehen. Da habe ich immer die Reste, die kleinen Schnipsel stehen lassen, um Samen zu gewinnen. Aber das klappt ganz richtig, wie ich das gedacht habe. Die blühen zwar, ja, Moment, die blühen zwar, ja, auch, ab und zu sehe ich auch mal eine Biene, aber wie hier haben wir, hier ist das schon verblüht. Aber es ist so gut wie nichts dran. Ganz, 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 ganz wenig. Hier zum Beispiel eine Schote. Aber sehr wenig. Bei dieser hier ist gar nichts. Pflanzen habe ich ja genug. Man soll ja mindestens 10 Stück haben. Hier habe ich dicke. Hier zum Beispiel auch wieder eine. Rangehen. Hier ist verblüht, aber nichts dran. Vielleicht weiß das einer, warum das nicht richtig funktioniert. Es sind ja auch noch viele, die noch zu sind. Vielleicht zu wenig Insekten, keine Ahnung. Dann habe ich eine Pflanze, da ist alles voll Blattläuse. Bei der hier. Ja, alles voll Blattläuse hier. Wird wohl nichts werden mit selber Samen nehmen oder mal abwarten. Vielleicht kommt noch was. Mit den Pflanzen habe ich genug. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Und an der anderen Seite habe ich auch noch 4, 5 Stück. Also 28, 29 Pflanzen habe ich stehen. Reichen tut es ja. Man soll aber Kohlpflanzen 500 Meter voneinander entfernt. Jetzt sehe ich gerade hier eine Biene. Also Bienen kommen ja noch.
Also an der Bestäubung kann es nicht liegen. Warum das nicht richtig klappt. Weiter beobachten und berichten. Jetzt kommen wir nochmal zum einen Highlight. Meister Lampe war am Werk. Meinen schönen großen Kürbis musste ich abmachen. Frostschaden, Meister Lampe. Hat etwas probiert mit dem Kürbis. Abgemacht, im Fall Meister Lampe die Nacht wiederkommt. Ja. Der Schlingel, Meister Lampe. Upp, Kamera. Sehr guten Freunde, das war ein kurzes Video. Wie immer, über einen Daumen nach oben, würde mich freuen. Abonnieren, kommentieren, auf die Glocke drücken, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Auf Wiedersehen. Baka baka.